Herzlich willkommen. Wir sind mal wieder am Wasser und heute sind wir auf Karpfen unterwegs. Ich habe einen Kumpel dabei, der René. Servus. Und wir haben heute was Besonderes vor. Nämlich angeln wir vor Hindernissen. Sogenanntes Hook-and-Hold-Angeln. Das heißt, den Fischen dürfen wir, wenn sie gebissen haben, sofern sie denn beißen, heute nicht viel Schnur geben, weil wir legen unsere Montagen direkt vor Hindernissen ab. Das können wir dann auch noch mal zeigen, wie wir das machen und wo wir das machen. Das ist der Plan heute, die Karpfen aus ihren Verstecken zu locken. Und wir haben da schon was richtig Schönes vorbereitet und dafür auch spezielles Tackle. Dazu aber später mehr. So, wir sind gerade mitten im Sommer. Es wird jetzt mal wieder richtig warm, nachdem das ja sehr wechselhaft war dieses Jahr. Gell? Ja. Und der René, der angelt hier schon das ganze Jahr über, die ganze Saison sehr erfolgreich. Und heute, wie gesagt, haben wir ein bisschen vor, die Karpfen an ihren Unterständen zu fangen. Und da brauchen wir ein spezielles Gerät. Ne? Genau. Also wenn man sowas vorhat, dann ist es wirklich wichtig, dass man den Fischen so wenig wie möglich Schnur gibt, beziehungsweise dass man sofort Kontakt aufnehmen kann und dann den Fisch auch mit Kraft im Rahmen der Möglichkeiten, also dass dem Fisch halt nichts passiert, von dem Platz wegkriegt. Und dafür haben wir spezielle Ruten. Genau, da haben wir nämlich die Sportex Invictus CS2 Boat heute mal dabei. Das sind ganz schön stramme Stöcke, ne? Die haben 3,5 Lips. 3,5 Lips bei 10 Fuß, genau. Also kurze, stramme Stöcke. Und da wir heute unsere Montagen auch mit dem Futterboot auslegen, heißt das, wir müssen nicht allzu weit werfen. Wir legen die Montagen und die Rigs wirklich punktgenau vor die Hindernisse ab. Und da brauchst du natürlich ordentliche Stöcke. Ne? Und das sind diese Invictus Boat von Sportex wirklich perfekt. Ne? Genau, die sind absolut klasse dazu. Warum? Warum sind die so gut? Ja gut, die haben eine schöne durchgehende Aktion auf alle Fälle. Also die haben richtig viel Kraft, sag ich mal. Genau, darauf kommt es an. Ne? Die haben richtig Bums im Blank, sagt man da. Ne? Da ist die 3,5 Lips. Das sind keine dünnen, labberigen Stöcke, sondern das sind wirklich starke, kräftige Ruten. Die brauchst du dann eben auch fürs Hook-and-Hold-Angeln. Ja, ganz wichtig. Genau, wir zeigen euch die Stöcke gleich nochmal im Detail. Ich erzähle nochmal, wie die aufgebaut sind und worauf es dann ankommt. Und dann können wir auch noch mal kurz was zu den Rigs sagen, wie wir das eben hier angehen. Ist ein bisschen robust alles, damit da auch wirklich dann hart gedrillt werden kann, sage ich mal. Ne? Und dann zeigen wir euch mal, wie das hier alles aufgebaut ist. So, nachdem wir jetzt schon eine Route gefahren haben, möchten wir euch, bevor wir die zweite jetzt legen, noch was zur Montage sagen. Und da wird der Großmeister mal ein Wörtchen drüber verlieren. Also, im Prinzip eine ganz simpel aufgebaute, sehr stabile Montage. Wir haben hier eine 45er monophile Hauptschnur und dahinter geschaltet sind ungefähr 15 Meter 60er Schlagschnur. Also ihr merkt schon, hier wird richtig grob gearbeitet. Was auch wichtig ist, denn wir dürfen dem Fisch keine großen Chancen geben, sich zu verletzen oder zu verheddern. Wir wollen den Fisch in Sicherheit dann auch fangen. Also ihr habt ja schon gehört, wir angeln hier relativ stabil und dementsprechend sind auch die Rigs und die Montagen aufgebaut. Und das Herzstück dieser ganzen Sache ist der Stein und ein Drop-Off-Kit. Das ist wirklich wichtig, weil wir angeln doch mit relativ hohen Gewichten, so um die 100, 140, 170 Gramm, je nachdem. Und das möchten wir los haben, das Gewicht. Die Sache mit dem Stein ist eine relativ schonende Sache. Wegen Blei, ihr wisst das alle, ne? Das ist nicht so gut, wenn man mit Drop-Off-Montagen angelt. Deswegen sind wir hier auf Steine umgestiegen, ist eine wirklich praktische Sache. Und ansonsten ist das alles kein Hexenwerk. Ein Vorfach aus einem Stiff-Material, also ein steifes Vorfach, passender Haken, großer Boilie und that's it, das war's schon. Ja, das sieht gut aus. Ja. Was ist passiert? Ja, aus dem Nichts, wie das manchmal so ist, kam der Einstieg. Sauber. Mal schauen, ob man auch irgendwie gemanagt kriegen hier, Kollegen.
Ich habe ihn gerade schon gesehen. Er hat sich schon mal kurz an der Oberfläche gezeigt. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass unsere Montage funktioniert hat. Der Stein hat ausgelöst. Die Hindernisse am Grund können wir umgehen. Jetzt heißt es Daumen drücken. Und dann schauen wir mal, was am anderen Ende der Schnur hängt. Reinlupfen. Ja. Ich probier's. Kannst du fass mal weiter hinten an? Mal gucken. Ist drin. Wow. Jawohl, Petri Männers. Petri, halt auf. Schön. Na, super Fisch, oder? Klasse. Für den Einstieg ganz gut, aber der hat Potenzial. So, es hat geklappt. Es hat geklappt. Das Ziel ging auf, ne? Ja. Was heißt das Ziel? Der Plan ging auf, sagen wir es mal so. Das Ziel war allerdings, dass der Stein auslöst. Und das hat auch geklappt, ne? Zeig's mal. Die Kamera, genau. Also hier sehen wir vor lauter Kraut nicht sehr viel, aber der Stein ist weg. Alles ist frei und alles ist voll Kraut. Zeig mal das Kraut. Oh. Ja, da haben wir einen guten Batzen mitgenommen, jawohl. Aber die Geschichte hat Fisch gebracht. Ja. Eins kann man wieder sagen, ne, wo Kraut ist, ist Futter. Man sieht es aus, voller Futter, ne? Das zeigen wir euch gleich nochmal. Und das fressen natürlich die Karpfen, das ist ein gutes Zeichen. Sehr schön, also der erste Fisch ist gelandet. Klasse. So kann es weitergehen. So, ich hatte euch ja versprochen, dass ich nochmal ein bisschen genauer was zu den Routen sage, die wir hier fischen. Weil die sind wirklich entscheidend. Wir haben ja schon gesagt, dass das eigentlich Bootrouten sind, also Bootsrouten, ne, zum Auslegen. Aber da wir hier mit dem Futterboot angeln und nicht so weit und so präzise werfen müssen, können wir diese Routen eben auch für diese Angelei sehr, sehr gut verwenden. Der Vorteil ist, die sind sehr handlich. Durch diese 10 Fuß, die sie haben, ne, sind sie nicht so überlang. Und in dieser 3,5 Lips Ausführung haben die, wie gesagt, richtig, richtig Power. Das ist die Invictus CS2 Boat von Sportex, also auch der ganze Blank, der hat so viel Kraft, dass das wirklich die perfekten Routen sind für diese Hook-and-Hold-Angelei. Und mit gerade mal 270 Gramm wiegt die eigentlich auch jetzt nicht zu viel, sage ich mal, und ist aber auch nicht so filigran, dass man da denkt, oh Gott, jetzt kann ich nicht genug Druck aufbauen. Die ist wirklich perfekt. Und mit dem Fuji-Rollenhaltern und die Bootrouten, die haben einen 30er Startring, ist man hier wirklich ausreichend ausgestattet. Die ganze Invictus-Serie lohnt sich übrigens wirklich mal anzuschauen. Ihr habt da wirklich das komplette Programm dabei. Die 10-Fuß-Routen, die 12-Fuß-Routen, 13-Fuß-Routen, Spot-Routen und wirklich auch Long-Distance-Geschichten, die dann auch mit 50er Startring ausgestattet sind. Also da bleibt eigentlich kein Wunsch offen. Ihr habt auch 12-Fuß-Routen mit einer etwas leichteren Testkurve von 2,75 Lips. Da ist wirklich alles dabei. Schaut euch die Routen mal an. Die sind wirklich, kann ich die empfehlen. Die haben uns jetzt wirklich einige Fische gebracht und haben einen sehr, sehr guten Job gemacht. So, ich würde sagen, es war erfolgreich, ne? Wir haben einen Fisch jetzt gefangen, heute an diesem Tag. Du hattest ja schon ein paar Mal Erfolg. Aber ich sag mal so, Strategie ging auf, ja, würde ich sagen. Hat gepasst. Jetzt dämmert so langsam. Es war sehr, sehr gutes Beißwetter, gerade Beißphase. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt leider abbrechen. Denn wir haben ja noch einen kleinen Mann dabei. Komm mal her.
Da ist er und der will nämlich jetzt auch nach Hause. Ich wünsche euch viel Spaß beim Angeln und sag ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.